So, wir haben es 23.53 Uhr. Meine Haare sehen komisch aus, ich sehe komisch aus und somit begrüße ich euch hier zu einer neuen Folge auf Visueller Lebensstil. Ich bin Philipp von PZ Visuell und ja, auf diesem Kanal machen wir eigentlich alles, worauf wir Bock haben. Heute haben wir zum Beispiel ein etwas anderes Testvideo für euch. Manche wissen ja, dass Bernie und ich mittlerweile zu dritt sind und vor vielen Monden und Sonnen, genauer gesagt Mitte April, haben wir uns den Kia ZSW geschnappt, um diesmal etwas auf Familientauglichkeit zu prüfen. Mit einem Baby vergeht die Zeit bekannterweise etwas anders und so bin ich leider jetzt erst zum Schneiden gekommen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei Kia Deutschland für den Leihwagen und würde jetzt mal sagen, viel Spaß mit der 360-Grad-Einführung. Ein ausführliches Video zum kurzen Sieht, dessen Fahreigenschaften und so weiter haben wir bereits abgedreht und deshalb legen wir den Fokus heute mal auf das größere, unveränderte Heck. Dennoch für euch, vorne hübsch, von der Seite hübsch, zwar irgendwie ein Stück zu hoch, aber gut, und hinten hübsch. Das Heck wurde auch dementsprechend abgeändert und gefällt mir jetzt persönlich nicht ganz so gut wie das Heck vom kurzen, aber im Großen und Ganzen finde ich das Fahrzeug sehr ansprechend. Wie immer lasse ich euch jetzt noch einen ganz kurzen Moment mit dem Wagen alleine und hol mir meine Cola. So, meine Freunde, Bernie hatte mal wieder Bock, bei einem Dreh dabei zu sein und irgendwie kamen wir uns wie blutige Anfänger vor. Ist ja auch eine Weile her gewesen. Deshalb verzeiht, dass wir vielleicht nicht ganz so konzentriert gewesen sind und somit übergebe ich das Wort an meine Frau. So, meine Lieben, wie Phil schon gesagt hat, kommen wir nun zum Familientauglichkeitstest aufgrund der gegebenen Umstände. Fangen wir an. In der Tür haben wir, wie gewohnt, den Getränkehalter für ungefähr 1 Liter Flaschen. Du, ich filme das erste Mal heute. Da war ich gar nicht mal so schlecht, ne? Nee, ist da alles schön. Kannst du deine Hand nochmal hinhalten? Wunderschön, Hand. Wir hätten vielleicht auch eine Flasche holen können. Krass. Nächster. Kommen wir nun zu den Ablageflächen im Innenraum. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, das Handy abzulegen und gleichzeitig aufzuladen, sofern es das Handy hergibt. Dann haben wir hier eine kleine Verstauvariante, natürlich versteckt, für Schlüssel oder eben Einkaufschips. Hier kann man bekannterweise Flaschen oder Dosen oder ähnliches reingeben. Dabei ist die vordere für größere Getränke auch geeignet. Darüber kann man den Schlüssel zum Beispiel verstauen und dahinter unter der Armlehne können wir auch einiges verstauen, allerdings keine 0,5 Liter Flaschen. Cool. Thema Isofix, fangen wir nochmal an, yeah. Ohne zu stottern. Thema Isofix haben wir hier die Klappen und die gehen einfach weg zu klappen. Das heißt, man hat hier keine Abdeckungen, die man rausnehmen muss und dann fliegen die einzeln rum, sondern man kann einfach hier die Isofix-Station oder den Kindersitz jeweils anschnallen. Dankeschön. Schön. Danke. Das war jetzt gut. Ein normal großes Handschuhfach gab es dann auch und wie ihr jetzt sehen könnt, kann man die Rücksitze aus dem Kofferraum umklappen und sich so einen Gang nach vorn sparen. Zum Hochklappen muss man aber klassenüblich wieder nach vorn, da die Rückenlehnen nur vorgespannt und nicht elektrisch sind. Die Isofix-Station passt auch ohne weiteres rein, nur sollte man hier aufpassen, dass man das Klavierlack-Element-Dingens da an der Tür beim Kindersitz herausnehmen nicht zerkratzt. Das geht recht schnell und sieht halt dann einfach scheiße aus. Flaschenhalter. Danke. Und Action! Kofferraum. Phil hat einmal die Aufgabe gehabt, den ganzen Kofferraum zu befüllen. Den werde ich nun befreien. In der Zeit, in der Bernie hier den Kofferraum ausräumt, würde ich einfach mal ein paar Worte dazu sagen. Ich war wirklich extrem überrascht, was da alles ohne Probleme reingepasst hat. Ein kompletter Kinderwagen plus Kameraequipment, kein Problem. Und auch der Sichtschutz ging noch zu. In Zahlen haben wir 625 bis 1694 Liter zur Verfügung, was sogar fast an den größten seiner Klasse, dem Octavia Kombi rankommt. Geile Sache. So, wir haben einmal die Ablage Nummer 1. Dann
die größere Ablage Nummer 2. Ich finde die Ablagen perfekt für den Einkauf zwischendurch, wenn man einfach mal die Tüten vergessen hat. Die Platzverhältnisse auf der Rücksitzbank sind jetzt nicht unbedingt anders als im kurzen Seat. In alle Richtungen gibt es genügend Platz für Erwachsene, wobei man hier auch kein Raumwunder erwarten darf. Es ist ein kompakter und wenn man bei diesem Fahrzeug von Raumwunder reden möchte, dann bezieht man sich wohl eher auf den Kofferraum. Aber auch mit über 1,80 hatte ich keine Probleme hinten und Bernie sowieso nicht. So ihr Lieben, alle anderen Themen haben wir bereits im anderen Video besprochen, wobei ich euch gerne noch einmal sagen möchte, dass der 1,4er Turbobenziner mit 140 PS und dem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe eine wirklich gute Wahl ist. Sicherlich keine Rennmaschine, aber in meinen Augen war die Leistung perfekt für unseren Alltag. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ist garantiert auch mal einen Blick wert, wobei sich der Handschalter auch super angenehm schalten ließ. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mehr vom Seat wissen wollt, haben wir wie gesagt noch das normale Testvideo und auch ein Leuchtenvideo zum Kombi. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp. Passen im Vorderen etwa mehr als 0,5 Liter rein? Das prüfe ich. Ja, auf jeden Fall. Das hätte man jetzt so nicht gesehen. Deswegen haben wir hier unser Vergleichsobjekt.